Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch die vielen, vielen, vielen Neuzugänge aus dem Monat August. Entschuldigt bitte noch ein bisschen meine kratzige Stimme. Ich ziehe das schon eine Woche irgendwie mit mir rum und ja, es wird nicht so richtig besser. Zumindest keine Halsschmerzen mehr, aber so ein bisschen die kratzige Stimme bleibt. Also bitte stört euch nicht daran. Ja, es sind tatsächlich sage und schreibe 20 neue Bücher bei mir eingezogen. Ja, das lassen wir mal kurz wirken. Ich war nicht überrascht. Ich habe ja unter Monat durchaus gemerkt, dass viel bei Tauschticket eingezogen ist, dass ich im Needful Things Paket zugepackt habe, dass ich bei Medimops bestellt habe und auch bei Avell und auch bei Rebuy. Und ja, also von daher war mir das vollkommen klar und ich hatte großen Spaß beim Bestellen der Bücher und jetzt auch beim Zusammensuchen. Ich habe diesmal die Neuzugänge ein bisschen unterteilt in Kategorien. Wir starten mit Büchern, die eingezogen sind und jetzt auf meinem Sub gelandet sind. Danach gibt es die Bücher, die neu eingezogen sind, aber schon gelesen wurden. Das heißt, zu denen werde ich nur kurz was erzählen, weil ich ja dann in den folgenden Büchermonaten, also jetzt für den August, auch darüber sprechen werde. In der Regel kommen ja die beiden Büchermonate, Teile des Büchermonats immer dann darauf folgen, nach den Neuzugängen. Und dann habe ich, die habe ich auch schon abgedreht, dann habe ich die Bücher, die ja bei Rebuy, Avell, nein, von Rebuy, Avell oder Medimops bei mir eingezogen sind in einen kleinen Schnipsel, denn da habe ich euch ja schon ein Unpacking gezeigt, das ich euch ebenfalls gerne mit verlinken werde. Solltet ihr das noch nicht gesehen haben und ein bisschen mehr zu den einzelnen Zuständen der Bücher sehen wollen, dann schaut da gerne vorbei. Und dann gab es auch noch 5 Bücher, die nicht auf dem Sub gelandet sind und auch die, ja, möchte ich euch natürlich kurz zeigen und auch die habe ich schon in einem kleinen Clip abgedreht, einfach, dass sie schon mal in die Regale verschwinden konnten und nicht dieser Stapel von, ja, tatsächlich 15 haptischen Büchern bei mir herumliegt. Ich packe alle Bücher und ja, Zeitstempel der einzelnen, ja, sozusagen Kategorien unten in die Infobox, kennzeichne da auch, was ein Rezensionsexemplar ist und so weiter, also schaut da gerne mal vorbei. Ja, 20 Bücher, 15 haptische Bücher, 3 E-Books, 2 Hörbücher. Ja, also jede Challenge verloren, von einstellig über 50-50 digital und haptisch. Aber was soll's, ne? Es ist Sommer, es war August, ich hatte Spaß. Was will man mehr? Und ich denke, wir starten jetzt mit den Büchern, die eingezogen sind und noch nicht gelesen wurden. Und zwar Think Again von Adam Grant ist mir schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen, wenn es eben um ja, das flexible Denken geht, um auch mal um die Ecke zu denken, wie unser Gehirn funktioniert. Und hier heißt es so schön, Wissen ist Macht, erkennen, was wir nicht wissen können, ist Weisheit. Und ich muss sagen, ich bin sehr neugierig. Ich habe schon wirklich viel Gutes über Adam Grant gehört. Ich bin mir jetzt gar nicht bewusst, ob ich von ihm schon irgendwas gelesen habe. Aber ich mag sowas immer mal wieder ganz gerne. Und ja, bin hier super neugierig, was er hier so mit meinen Gedanken und der Art, wie ich denke, ja, vielleicht ein bisschen was ändern wird. Und ja, habe ich bei Tauschticket ergattert und mich darüber wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Dann habe ich Donnerstags im Café unter den Kirschblumen vom Verlag erhalten zum Hören von Michiko Aoyama. Ich hoffe, man spricht es so aus. Und ich bin ja sehr gerne in der asiatischen Literatur unterwegs. Und das ist die Autorin von Frau Komachi empfiehlt ein Buch. Dem Buch hatte ich damals so rund 3 Sterne gegeben, also war für mich ein ganz gutes Buch. Ich habe mir auch meine Kritikpunkte dazu nochmal angesehen, dachte aber, okay, ich möchte der Autorin trotzdem einfach eine Chance nochmal geben, weil die Kritikpunkte durchaus an der Geschichte gelegen haben könnten und wir haben hier eben eine ganz andere Geschichte. Ja, wir haben das Café Marble, das liegt beschaulich an einem kleinen Fluss im Schatten der Kirschbäume in einem Vorort von Tokio liegt und mit seinen 3 Tischen aus unbehandeltem Holz ist es eine Oase der Ruhe. Hier arbeitet der junge Wataru, der stets einen klugen Rat für seine Gäste hat. Heimlich schwärmt er für die junge Frau, die jeden Donnerstag bei ihm eine Tasse heißen Kakao trinkt. Jede Woche sitzt sie an ihrem Stammplatz und schreibt Briefe. Manchmal hat sie dabei ein Lächeln im Gesicht, manchmal eine Träne. Wataru würde gerne mehr von ihr erfahren. Er empfängt aber auch noch weitere Gäste. Sie alle kommen, um in den Café einen Moment innezuhalten. Und die meisten Besucher brauchen mehr als nur eine heiße Schokolade, um ihrem Leben
eine neue Wendung zu verleihen. Und das soll eine sehr inspirierende Geschichte sein, die in Japan auch schon zum Bestseller wurde. Bin ich sehr gespannt, klingt auf jeden Fall gut und ich freue mich sehr, da so ein bisschen was über diese Stammgäste zu erfahren. Ich habe ein Buch gewonnen beim lieben Ben innerhalb des BookTube Sommercamps und zwar Der letzte Herr des Waldes von Madarievu Tenharium und Thomas Fischermann. Und hier geht es um einen Indianerkrieger aus dem Amazonas, der uns von der Zerstörung seiner Heimat berichtet. Und es soll eine sehr bewegende, berührende Geschichte sein und uns eben auch mit Bildern, die hier auch irgendwo drin sind, ja auch so ein bisschen die Kultur näher bringen. Und ich bin hier einfach sehr neugierig. Also ich bin hier immer sehr gespannt, interessiert an anderen Kulturen und dementsprechend ja, bin ich auch hier sehr neugierig, was wir aus dem Amazonas so ein bisschen erwarten, wie da der Fortschritt wahrscheinlich nicht nur schöne Dinge bringt und ja, war sehr happy, dass ich das bei Ben gewonnen habe. Nochmal an dieser Stelle vielen lieben Dank und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Dann ja, sind auch zwei Rezensionsexemplare als E-Book bei mir eingezogen und zwar das Buch Der 1000 Türen von Gareth Brown, ein Buch, das ich glaube im Englischsprachigen schon zwei, dreimal gesehen habe, es dann auf meiner englischen Wunschliste war und jetzt aber ins Deutsche übersetzt wurde. Die junge Buchhändlerin Cassie führt ein normales Leben in New York, bis sie eines Tages ein Buch voll geheimnisvoller Zeichnungen und verschlüsselter Notizen bekommt und einer Widmung. Dies ist das Buch der Türen. Jede Tür öffnet jede Tür. Cassie entdeckt, dass das Buch magische Kräfte hat und sie zu jeder Zeit an jeden Ort der Welt bringen kann. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Issy reist Cassie an die spektakulärsten Orte und erlebt die faszinierendsten Abenteuer. Das Buch der Türen ist zwar nicht das einzige magische Buch auf der Welt, sehr wohl aber das mächtigste und bald sind skrupellose Büchersammler hinter Cassie her, um das wertvolle Stück in ihrem Besitz zu bringen. In den falschen Händen hätte die Magie des Buches jedoch katastrophale Folgen und der einzige, der Cassie jetzt noch helfen kann, ist der geheimnisvolle Bibliothekar Drummond Fox. Und ja, man ahnt schon, dass es wieder so ein bisschen Romantasy wird, weil ich vermute mal, dass der Buchhändler, zu dem sie, oder Bibliothekar, zu dem sie dann geht, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen in ihrem Alter sein wird und nicht so ein verstaubter alter Knochen, wie es vielleicht bei der unendlichen Geschichte war. Das tut der Ganzen aber keinen Abbruch. Es erinnert mich ein bisschen an der Plan von Philip K. Dick, wo man ja über Hüte, die man getragen hat, verschiedene Türen irgendwie öffnen konnte. Und ich bin sehr gespannt, ob die Art und Weise, wie das hier geschieht, so ein bisschen ähnlich ist und daran sich irgendwie orientiert. Also nicht, dass das schlecht wäre, ne? Aber die Idee, dass man mit einem Buch irgendwie Türen öffnet und dann in andere Orte kommt, finde ich tatsächlich richtig, richtig cool. Auch eingezogen ist Five Broken Blades, Verrat ist Pflicht von Mike Corland und auch das ist mir ja zwei, dreimal über den Weg gelaufen, hat mich durch das rote Cover sehr, sehr angesprochen und es gibt hier 5 Attentäter und einen unmöglichen Auftrag und es soll ein Fantasy-Bestseller sein und auch so ein bisschen in die Richtung von Fourth Wing vom Stile gehen und ja, Verräter klingt doch auf jeden Fall immer gut, denn der König von Yusan muss sterben. Die gefährlichsten Attentäter des Reiches werden zusammengerufen, um gemeinsam einen einzigen Auftrag zu erfüllen, den Gottkönig Yon zu töten. Unterdessen unbarmherziger, unsterblicher Hand, die Reichen immer reicher werden, während die Armen eingesperrt oder als Sklave verkauft werden. 5 Klingen sollen ihn zur Strecke bringen, ein Leibwächter, eine Diebin, eine Meuchelmörderin, ein Fürst ohne Königreich und der Geheimdienstchef des Königs selbst. Den Mördern wird schnell klar, dass sie sich nicht nur miteinander verbinden müssen, um zu überleben, sie müssen auch lernen, einander zu vertrauen. Doch können sie das? Was, wenn es einen Verräter unter den Verrätern gibt? Klingt mega spannend, super interessant. Ich gehe davon aus, dass wir auch so ein bisschen verschiedene Perspektiven haben werden. Vielleicht auch gar nicht so richtig selbst wissen, wer dann der Verräter ist. Ich bin super neugierig. Also bisher die 3-4 Rezensionen, die ich so ein bisschen mitbekommen habe. Es ist ja oft so, dass bei Büchern, die ich selbst lesen möchte, ich nicht ganz so im Detail alles hören möchte. Aber die Stimmen waren hier auf jeden Fall positiv. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr. Dann habe ich einen Doppelpack bei Tauschticket ertauscht. Und zwar ein Buch von Elizabeth Lim.
Und zwar ein Kleid aus Seide und Sternen. Elizabeth Lim fand ich ja richtig toll bei den Sechs Kraniken. Die Reihe habe ich ja sehr, sehr, sehr geliebt. Dann war das Buch auch schon mal auf der Wunschliste und jetzt hat ein lieber Freund von mir darüber geschwärmt. Und dann habe ich es bei Tauschticket ertauscht und es durfte mit. Und wir haben hier so ein bisschen ein Mulan meets irgendwas. Da treffen so zwei Geschichten ein bisschen aufeinander. Ich weiß gar nicht, uch, was hier noch drin. Ah, hier ist noch ein jetzt Folgeband sichern. Aha, ach, von Hugendubel. Okay, hier ist sogar direkt noch so ein bisschen was drin. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Es war Mulan meets, ich bin mir nicht mehr sicher, Jeremy's Next Top, nein. Wie heißt diese Show? Project Runway? Also wir haben hier Maya, die träumt davon, die beste Schneiderin des Reiches zu werden. Aber als Mädchen ist ihr das Handwerk untersagt. Und als der Kaiser dann aber einen Wettbewerb ausruft, um zum Hofschneider, fasst sie sich einen Plan, verkleidet sich als Junge und reist an den Hof und keiner darf ihr Geheimnis eben wissen. Und ja, sie merkt aber recht schnell, dass sie sich mit dieser gefährlichen Reise, die sie fast alles kostet, was ihr lieb und teuer ist, dadurch in Gefahren begibt. Ja, ich glaube, war Mulan meets dieses Project Runway. Ich bin sehr gespannt und ja, freue mich auf jeden Fall sehr auf diese Geschichte. Und ja, ich habe bei der Vertauschenden sozusagen eben auch noch ein Buch von meiner Wunschliste gefunden und zwar Laufen von Isabel Bogdan. Und so konnte ich einen schönen kleinen Deal sozusagen ertauschen, was richtig schön ist. Also Tauschticket kann ich wirklich nur empfehlen. Und wenn ihr bei jemandem wirklich zwei, drei Bücher findet, die ihr spannend findet, fragt da einfach mal, ob es zumindest zusammengefasst werden können, damit ihr euch Gebühren spart oder vielleicht sogar eine Ticketreduzierung möglich ist. Also traut euch da. Ja, es heißt so schön, eine Frau glaubt nach einem erschütternden Verlust am Ende ihrer Kraft zu sein. Dennoch beginnen sie zu laufen. Ihre Runden werden von Woche zu Woche länger und was als Davonlaufen beginnt, wird schließlich ein Weg zurück ins Leben. Immer an ihrer Seite ihre Freunde, ihre Wut, ihre Liebe zur Musik und ein Humor, der es mit ihrer Verzweiflung aufnehmen kann. Es heißt von der Zeit, Laufen ist ein Versprechen, es geht nämlich immer auch anders, lautet die doppelte Botschaft dieses Romans, im Leben wie in der Literatur. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, ob mir das mal in einem Podcast irgendwie über den Weg gelaufen ist. Bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr neugierig, was mich hier erwartet. Dann ist der sechste Band der Katze des Dalai Lama bei mir eingezogen. Die Magie der Wünsche von David Michie. Und ich liebe diese Reihe einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht groß auf den Klappentext geguckt. Ich habe alle anderen fünf Bände wirklich geliebt, wo wir eben ja, die Katze des Dalai Lamas selbst höchst an seinen Hof begleiten. Im ersten Teil ist sie eben noch ein Streunerkatze, die vom Dalai Lama gefunden wird. Und dann nimmt sie uns eben rund um den Potala-Palast mit. Sie ist bei Begegnungen vom Dalai Lama mit berühmten Persönlichkeiten dabei und gibt uns eben immer so einen Funken Weisheit und buddhistische Philosophie mit. Und ich liebe, liebe, liebe diese Reihe und bin sehr gespannt, ja, auf vier Pfoten in ein glückliches, erfülltes Leben. Und das ist ein Buch, was bestimmt nicht lange auf sich warten lässt. Und auch wenn ich die Katze hier vorne so ein bisschen komisch proportioniert finde, ja, freue ich mich sehr. Die Katze seiner Heiligkeit, Rinpoche, ja, wiederzusehen. Freue ich mich, bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt. Dann kommen wir zum letzten Buch, was bei mir eingezogen ist, was noch nicht gelesen ist, und zwar Die Abschaffung des Todes von Andreas Eschbach. Ich bin ein großer, großer Eschbach-Fan. Ich habe viel von ihm gelesen. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Highlights in meinem Regal stehen und ich fand immer wieder faszinierend, was er aus Geschichten macht. Und als ich gesehen habe, es kommt was Neues, war ich sehr dankbar, als es mir als E-Book-Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde. Der Tod löscht alles aus. Der Tod ist barbarisch. Und jetzt sagen Sie mir, warum sollten wir das dulden? Drei hochkarätige Unternehmer aus dem Silicon Valley wollen ein zweites Manhattan-Projekt ins Leben rufen. Nur ist das Ziel noch ehrgeiziger als damals die Entwicklung der Atombombe. Sie wollen den Tod abschaffen. Der Journalist James Windover entdeckt jedoch, dass die Unternehmer, während sie von Investoren Milliarden sammeln, insgeheim versuchen, einen Schriftsteller zum Schweigen zu bringen, weil sie eine Story fürchten, die er geschrieben hat. Was steht darin, dass das Projekt gefährden könnte? James begibt sich auf die Suche nach dem Mann und gerät rasch selbst in tödlicher Gefahr. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, steht da gar nicht so viel im Klappentext. Aber allein die Vorstellung, dass es mit Projekt Manhattan verglichen wird und dass es darum geht, den Tod abzuschaffen und es wahrscheinlich, also ja, sehr nah an unserer Zeit irgendwie sein kann, obwohl es natürlich schon Science Fiction ist und zukunftsträchtig klingt, bin ich mega gespannt. Also gerade das Thema mit dem Tod abschaffen hatten wir ja zum Beispiel schon bei Neil Schusterman, Size oder ja, Ferryman zum Beispiel von Justin Cronin, war in einer anderen Art. Aber ich glaube, das ist schon ein Thema, was uns Menschen,
ja, sehr, sehr bewegt und ich glaube, dass Eschbach das richtig, richtig gut kann und dementsprechend, ja, glaube ich, dass mir die Geschichte hier auch gut gefallen wird. Jetzt kommen wir zu zwei Büchern, die eingezogen sind und auch gelesen wurde. Leider tatsächlich gar keine ganz so gute Quote, wenn ich jetzt ehrlich bin. Normal ist das ja tatsächlich ein bisschen besser, aber es ist gar nicht schlimm. Alle anderen Bücher werden dann auch gelesen. Und zwar 1000 Tage auf Reisen von Selina Ritter war ein Hörbuch, das ich auf BookBeat gehört habe und wo es eben genau darum geht, dass Selina Ritter sich eben ja knapp 3 Jahre auf den Weg macht, zusammen mit ihrem Partner und ihrem Wohnmobil, ja im Grunde so ein bisschen Europa zu entdecken und dabei nicht nur zu reisen und die Städte, die Länder, die Menschen dort kennenzulernen, sondern auch sich selbst ja zu finden und ihren Weg zu finden. Ja, Hörbuch habe ich gehört, wird dann in der Bücherwoche besprochen. Und zu Finster von Ivar Leon Menger habt ihr ja bereits auch meinen Blog vielleicht gesehen. Auch den packe ich euch unten in die Infobox. Wir haben hier einen, ja, Spannungsthriller, der in den 1980er Jahren spielt und den ich wirklich sehr, sehr gelungen fand. Es ist der dritte Thriller von Ivar Leon Menger und ich war super neugierig. Ich hatte ja von ihm einen Abbruch und ein, ja, fast Highlight und wollte jetzt mal gucken, in welche Richtung es dann tatsächlich geht. Finde auch das Cover sehr, sehr ansprechend. Und ihr könnt gerne schon mal in den Vlog schauen, aber ich spreche natürlich dann auch im Büchermonat darüber. Also schaut euch das gerne mal an. Aber Finster ist auch bei mir eingezogen. Nun starten wir mit den Büchern, die im Needful Things Paket waren. Auch das Unpacking packe ich euch unten in die Infobox. Zum einen ist eingezogen Triumph der himmelblauen Nacht von Lisa Brank über die Suche nach dem, was uns ausmacht. Ein Buch, was auf meiner Wunschliste war und dann wirklich dankenswerterweise auch im Needful Things Paket enthalten war. Eine Geschichte, auf die ich mich sehr, sehr freue. Eine zauberhafte, verträumte Erzählung über die Suche nach dem, was uns im Innersten ausmacht. Und ich weiß, dass die liebe Lisa vom Kanal Gedankenlabor da auch schon geschwärmt hat. Und ich freue mich sehr, dieses Buch dann vermutlich eher so gegen Herbst, Winter auch zu entdecken. Und ja, es ist tatsächlich das dritte Buch von Liane Mars bei mir eingezogen. Und zwar Funkenmagie. Und mir ist das gar nicht so bewusst aufgefallen. Also, dass ich von der Autorin jetzt das dritte Buch auf dem Sub habe, bis ich tatsächlich mal die Autorin angeklickt habe und dachte, oh, gibt es hier einen zweiten Teil, wie geht das weiter? Und dachte, ha, bin Hexen, habe ich doch auch hier, das ist so mit einer Katze auf dem Cover. Und, ach, wie hieß jetzt die Drachenreihe, die ist letztes Jahr, letzten Monat bei mir eingezogen? Irgendwas mit Akiri, Asairi. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist diese Reihe auch bei mir letzten Monat der erste Teil eingezogen als E-Book und dachte ich, faszinierend. Die Autorin scheint zumindest was Klappentexte, Cover angeht, meinen Geschmack zu treffen und dementsprechend ja auch Funkenmagie, wo es natürlich, lass die Funken in dein Herz. Es klingt im Klappentext und in den Rezensionen schon so ein bisschen Romantasy-mäßig. Ich hoffe, dass die Romance ein bisschen hintergründig ist und wir hier ein bisschen doch mehr mit Drachen zu tun haben. Dennoch habe ich mich beim Needful Things Paket sehr, sehr, sehr gefreut. Und ja, jetzt kommen die kleinen Ausschnitte, die ich euch ja einfach jetzt anhänge und dann sehen wir uns am Ende nochmal. Und auch die Bücher, die ich euch schon in meinem Rebuy Medium Observell Unpacking gezeigt habe, zeige ich euch jetzt nur noch mal kurz. Verlinke euch natürlich auch das Unpacking unten in der Infobox, wo ich dann auch zu den Zuständen was sage, zu den Preisen, zu den Differenzen, wenn ich sie neu gekauft hätte. Aber ich möchte sie hier trotzdem in den Neuzugängen natürlich mit drin haben, aber eher kurz fassen. Ja, eine Manga-Reihe ist bei mir eingezogen und wurde tatsächlich auch schon gelesen. Und zwar eine Geschichte von 7 Leben. Nachdem mich der erste Teil so begeistert hat, durfte auch Band 2 und 3 bei mir einziehen. Und es ist wirklich eine Highlight-Reihe geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Manga so kriegt. Und ja, muss ich wirklich sagen, fand ich richtig, richtig toll, habe ich super gerne gelesen. Bei Avel habe ich ein Doppelpack sozusagen bekommen. 2 zum Preis von 10 Euro ursprünglich, glaube ich, sonst wären es 15 gewesen. Also wirklich ein kleines Schnäppchen und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut. Und zwar Let's Be Wild ist der Auftakt, Let's Be Bold ist der zweite Teil von Annabelle Steel und Nicole Böhm.
Und wir sind hier in New York City und ja, ich bin super neugierig. Mit der glitzernden Welt einer Influencer-Agentur und vier Menschen auf der Suche nach dem großen Glück und sich selbst. Dritte Band gibt es zwar auch und ist auch schon erschienen und haben auch einen sehr schönen bunten Buchschnitt. Finde ich sehr passend, so ein bisschen ja auch einfach zu den Farben der Cover. Gefällt mir auf jeden Fall auch richtig, richtig gut. Und dann noch zwei weitere Bücher. Zum einen, ja, das George R. Martin Fieber ist dank House of the Dragon ausgebrochen. Und zwar der Heckenritter von Westeros, das Urteil der Sieben, wird nächstes Jahr als Serie ja im Grunde verfilmt oder dann auch zu sehen sein. Dementsprechend wollte ich die Geschichte, die zwischen das Lied von Eis und Feuer und House of the Dragon spielt, einfach gelesen haben. Ich glaube, es ist so 100 Jahre... Genau, ein Jahrhundert vor den Ereignissen von Das Lied von Eis und Feuer, also wahrscheinlich so knapp 50 Jahre nach dem Tanz der Drachen, bin mir gerade nicht sicher, aber könnte hinkommen. Freue ich mich auch drüber, dass ich das ergattert habe. Und dann von Nuria Pradas, Der Boulevard der Träume. Hier sind wir in Hollywood unterwegs, in Los Angeles 1932. Und wir haben hier so ein bisschen die Anfänge von Disneyland, von Walt Disney. Also alles rum um Disney, genau. Und ja, man muss so ein bisschen feststellen, dass doch nicht alles so glamourös ist oder war, wie man es sich wahrscheinlich vorstellt. Es ist ein preisgekrönter Roman und eine wunderbare Liebesgeschichte an dem Ort, wo Träume entstehen. Ja, finde ich sehr schön, freue ich mich drauf, dass ich das Buch habe. Ein bisschen ärgerlich, ja, wie hier so ein bisschen die Qualität war, aber dazu dann natürlich mehr in meinem Unpacking. Auch die Bücher dürfen nun in die Regale ziehen, ein bisschen Platz machen. Diesen Monat sind einfach zu viele Bücher eingezogen, auch in haptischer Form. Das sollten wir nächsten Monat und die nächsten 2-3 Monate ein bisschen besser im Griff haben. Aber ja, was soll ich sagen? Damit die Bücher endlich in die Regale kommen, mache ich jetzt einen kurzen Neuzugänge-Schnipsel mit Büchern, die bei mir eingezogen sind, aber nicht auf dem Sub landen, weil schon gelesen. Also ein Reread oder als Highlightbuch. Und zwar sind beide Bände von George R. R. Martin von Das Lied von Eis und Feuer, Teil 1 und 2. Ja, bei mir in Deutsch eingezogen. Ursprünglich habe ich sie in Englisch gelesen, habe jetzt aber tatsächlich auch im August die Bücher nochmal gelesen. Ich hatte einfach große Lust, aber es waren im Grunde keine Sub-Neuzugänge, sondern Bücher, die ja direkt als Highlight im Regal landen. Und dann habe ich etwas auf Tauschticket entdeckt und ich war so froh, dass ich wirklich genügend ja, Tickets hatte, denn es ist Der Herr der Ringe in dieser wunderschönen Hardcover-Ausgabe bei mir eingezogen. Und das waren die Bücher, wie ich Herr der Ringe für mich entdeckt habe, wie ich sie damals aus der Bücherei ausgeliehen habe. Es ist die Carus-Übersetzung, wie soll das anders sein? Kriege kommt mir ja nur bedingt ins Haus. Das ist der erste Band, Die Gefährten, wunderschön von der Optik. Sie sehen fast, also fast wie neu aus, damit, dass die ja eigentlich schon ein bisschen älter sein müssten, theoretisch. Also ja, und zudem war es wirklich ein ganz netter Tauschkontakt. Der mich echt gefreut hat, dass wir hier ein Paket draus machen konnten. Und dann habe ich auch noch ein Ticket gespart. Es war richtig schön. Also theoretisch aus den 90er Jahren. Also auch fast 30 Jahre alt. Also sehen bombastisch aus. Band 2, Die zwei Türme. Diese Optik, also wenn man dann an die grünen Ausgaben denkt, wo man sich denkt, wer hat sich das einfallen lassen? Wunder, wunderschön. Man hat hier, hat man das in allen Bänden? Ich kann mich da nur so vage drin erinnern. Genau. Man hat auch hier vorne dann immer so Zeichnungen drauf. Richtig, richtig schön. Also ganz, ganz toll. Ja, bin ich wirklich hin und weg. Und dann hier Der Herr der Ringe, Die Rückkehr des Königs. Also so schön. Also ich finde die alle drei von, also dafür, dass sie 30 Jahre alt sind, das sieht man ihnen nicht an. Die sehen wirklich top aus. Wahrscheinlich nicht mal gelesen. Und bei mir dürfen sie jetzt ins Highlight Herr der Ringe Regal. Wunder, wunderschön. Und auch die beiden Bände. Ja, von Das Lied von Eis und Feuer landen jetzt im Regal. Ich weiß tatsächlich noch nicht, wie ich eventuell mit Das Lied von Eis und Feuer weitermache. Ob ich das einfach dann als E-Book lese, weil ich glaube, 10 dieser Klopper, das übersteigt definitiv meinen Regalplatz. Aber ja, sieht schon schön aus. Also ich mag diese beigen Ausgaben super gerne. Und ja, das sind die Bücher, die nicht auf dem Sub gelandet sind, aber dennoch bei mir eingezogen sind. Und das waren sie jetzt, die ja eigentlich über 20 Bücher, die bei mir eingezogen sind. 3 davon seht ihr ja jetzt auch schon hier stehen. Die Herr der Ringe Bücher mussten natürlich direkt ins Regal und haben die grünen Ausgaben hier so ein bisschen
in den Hintergrund gerückt. Ja, ein toller Monat mit Neuzugängen. Also ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ich freue mich über jedes einzelne Buch, was bei mir eingezogen ist. Bin auch total gespannt, wie die Geschichten dann natürlich sein werden. Ich vermute mal, dass der September auch noch ein bisschen neuzugängestark sein wird, weil hier tatsächlich auch wahnsinnig viele Neuerscheinungen schon auf meiner Liste stehen, die ich spannend finde. Und ich werde mich aber von den Gebrauchtbuchportalen auf jeden Fall fernhalten, weil das ist viel zu gefährlich. Man findet da immer irgendwie Bücher, die auf der Wunschliste sind oder die einen irgendwie mal anspringen und ja, was soll ich sagen. Wie viele Bücher sind denn bei euch so eingezogen? Schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare und schreibt mir auch, wie ihr so ein bisschen die Aufteilung fandet, also dass wir tatsächlich über die Bücher, über die schon ich gelesen habe, ein bisschen weniger sprechen, auch das mit allem anderen sozusagen, was ihr schon gesehen habt, vielleicht ein bisschen kürzer gefasst haben. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, auch mit den Zeitstempeln, ob das was für euch ist. Und ja, ich glaube, ich bin jetzt soweit durch. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.